Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Hitman 2. Wir sind heute in Miami unterwegs, denn wir haben noch zwei Dinge, die wir erledigen müssen. Einmal ist das, oder sind das, die letzten Worte und der süße Sieg. Machen wir heute beides. Ist beides nicht sonderlich kompliziert, denke ich. Wenn man sich hier das anschaut, ist das erstmal so relativ nichtssagend, aber man kann da ein bisschen rumexperimentieren. Oder man schaut im Netz nach. Auch eine Möglichkeit. So, das ist unsere wunderbare Planung. Wir probieren heute mal noch was. Und dann würde ich sagen, los geht's. Zuallererst werden wir uns nach unten in die Garage schmuggeln, die Kameras ausschalten. Und dann machen wir uns an den süßen Sieg. Und wenn wir den fertig haben, dann kommen die letzten Worte dran. Oh no, he had it! Oh, he had it, he had it, he had it! I can't believe this is happening! Jesus Christ! Moses is pushing it! The suspension is losing its velocity! So, die Dose nehmen wir mit. Auf jeden Fall hier einen Schraubenschlüssel hier. Ups. Das Ding hier klauen wir uns auch mal. Genauso wie hier eine Boxenzugangskarte hier. So, der Polizist dort muss einmal weggucken, damit ich hier in Ruhe gegen das Auto rennen kann, scheinbar. Und dann geht's Abmarsch nach unten in die Tiefgarage. So, dem Mann hier helfen wir mal gerade. I know it's dumb. I think I lost him in the scuffle, but the real mascot is still over there. If I don't get them, I've got no evidence. Bye-bye money. I don't know. I need to figure something out. I'll talk soon. Hey, back off a bit, would ya? Hey, yo, did you find Ach, jetzt auf einmal. Ja, kein Problem. So, das EMP-Device kann man zum Beispiel benutzen, um hier das Schloss zu öffnen. Vielleicht sollte ich das erstmal holen. Aber man kann es auch anders benutzen. Ich hatte es mal probiert, ne? Und das hat eine schreckliche Reichweite auf jeden Fall. So, hier hinter jener Tür, ich würde vermuten, es müsste hier so ungefähr sein. Mal schauen mal, ob es funktioniert. Ja, ja, es hat funktioniert. Überwachungssystem deaktiviert. Na, hervorragend. Also, wenn man das Ding gerade übrig hat. Was will ich denn hier? Nichts. Wenn man das Ding übrig hat, ne, dann kann man sich da ein bisschen Trouble sparen. Und das Ganze einfach so erledigen. So, jetzt müssen wir wieder zurück in die Fahrerlounge. Erstmal, oder. Ja, nee, die Fahrerlounge ist es gar nicht, ne? Wie heißt denn das da oben? Die VIP-Lounge? Da oben der Club jedenfalls. Darf ich hier eigentlich sein? Ich dachte schon, ne?
Sieht gut aus. Hi. So, und unsere Mission ist, in die Küche zu gelangen. Denn dort müsste es Zucker geben. Blechmittel? Ja, warum nicht? So, ich glaube, da vorne, das gelb-weiße Dings da. Das ist ein Zuckerstück, Päckchen. Und so einfach kommt man hier an Zucker. Fantastisch. Das war beinahe noch einfacher als gedacht. So, und mit jenem Zucker. Aber ich habe eine Karte, aber ich darf die hier nicht benutzen. Okay. Er stört ein bisschen, ne? Oder ist er da mit seinem Bildschirm beschäftigt? So, hier Zucker in den Treibstofftank schütten. Genau das machen wir. Dafür haben wir den Zucker gerade geholt. Oh no! Oh nein, ach bitter. Da liegt eh noch ein Reifen rum. 47, the race is over. Sierra will be coming off the track anytime now. Ja, geil. Das hat ja super funktioniert. Und super meine ich. Scheiße. So, jetzt müssen wir mal... Ja, alles gut. Jetzt müssen wir mal schauen. Robert Knox wollen wir vielleicht... Er wird mit Sarah dann reden wollen irgendwie. Ach, hier wollte ich ja... Na, hier wollte ich ja noch gar nicht hin. Dann zeige ich mich da von den Mechanikern, beziehungsweise von den Leuten, die mich da durchschaut haben, so ein bisschen nervös machen lassen tatsächlich. Das ist schon das Maskottchen. So, Rennen ist vorbei. Hi. Ah, hier bin ich auch ver... Ja, hier lang. Hier lang, hier lang, hier lang. Wir wollen ja uns als der Stick... Nein, der... wie heißt der hier? Ach, der Pale Rider. Verkleiden. Ja, nehmen wir mit. Brauchen wir jetzt nicht. Ich hab... Keine Ahnung, wo wir damit Zugang haben. So, Sarah brauchen wir noch einen Moment. Deswegen lassen wir die mal gerade in Ruhe. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie weit ist denn Robert Knox schon? Ah, der ist noch da hinten. Den kann man ja hier am Siegertreppchengebäude mit ein bisschen Glück abfangen. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt noch. Ja, danke schön. Also, wir laufen einfach einmal hier hinten entlang.
Passen auf, dass uns der Rennwart nicht erwischt. Und da kommt auch schon Robert Knox. Ist doch eigentlich, da lässt sich noch ein bisschen Zeit scheinbar. Ja, der guckt da drin rum. Da kommt er gerade. Robert Knox down. Now for the heir to the Kronstadt Empire. So. Den haben wir erledigt. Verdächtig waren wir eh vorher schon mal. Verdächtig sein schränkt gar nicht unser Silent Assassin da sein ein, ne? Hi. Danke. Da läuft Sierra. Und ich denke, jetzt wäre gleich ein vernünftiger Zeitpunkt, um zu speichern. Hi, hi, hi. Nämlich ungefähr jetzt. So, also, auf Heimlichkeit legen wir heute keinen Wert. Da ist schon das Maskottchen. Es wartet dort ein wenig. Und wir werden uns hier einmal ranhängen. Und einfach ein bisschen chillen und warten und warten und warten. Wo ist denn Sierra? Ach, die ist da hinten noch am Siegertreppchengebäude. Die ist doch hier wieder zurückgelaufen irgendwie. Na gut, dann warten wir ein bisschen länger. Dann kann ich ja hier an der Stelle nochmal locker einen Cut machen. Ich hing jetzt hier so ein paar Minuten. Aha, aber jetzt scheint Sierra endlich zu kommen. Sure, your father would be very interested in the reports concluding that someone has been funneling money from the palace project into Tungan Valley. Damage control. I see. You're taking an awful big risk here. I could just call the cops on you. You're too smart to do that, Miss Knox. The police show up, arrest me, and the papers go into evidence. It would only be a matter of days before they leak to the media. Pay the money and I'll be on my way. Huh. No. I think I'll just end you right here. What? Leave me alone for a few minutes, guys. Sure thing, Miss Knox. Oh. Just call. We're right around the corner. Who exactly do you think you're dealing with? You think you can come here and threaten me? I'm Sierra Knox. You're just a tiny fucking sardine in a tank full of sharks, my boy. And you're about to be eaten. You pathetic moron! Trying to blackmail me, using my father against me, is the dumbest shit you ever pulled. Nobody pushes me around. Nobody! Now, good fucking riddance. Na toll. What the? Oh no, you don't. Bisschen gemein, aber das waren die letzten Worte. So funktioniert das. Ich werde kurz laden und dann bringen wir Sierra noch um die Ecke, machen einen kleinen Abflug und dann war's das für heute schon. Da kommt schon wieder Sierra, hat einen Flamingo im Schlepptau.
Und diesmal werden wir natürlich nicht zulassen, dass sie den armen Flamingo massakriert. Das wäre auch gemein, das zweimal hintereinander zuzulassen. Has been funneling money from the Palace Project into Tungan Valley. Damage control. I see. You're taking an awful big risk here. I could just call the cops on you. You're too smart to do that, Miss Knox. The police show up, arrest me, and the papers go into evidence. It would only be a matter of days before they leak to the media. Pay the money and I'll be on my way. Huh. No. I think I'll just end you right here. What? Leave me alone for a few minutes, guys. Sure thing, Miss Knox. If you need us, just call. We're right around the corner. Who exactly do you think you're dealing with? You think you can come here and threaten me? I'm Sierra Knox. You're just a tiny fucking sardine in a tank full of sharks, my boy. And you're about to be eaten. You pathetic moron! Trying to... Das war der falsche. Both targets down. Well done, 47. Head for an exit and we'll speak again soon. So, und wir müssen hier raus, möglichst ohne zu verlaufen oder geblendet zu werden. So, dann geben wir mal ein bisschen Gas. Und sehen zu, dass wir hier rauskommen. Jetzt habe ich den Flamingo auch noch getötet. Some say he is passionate about infiltration, yet has no discernible emotions whatsoever. All we know is, his name is 47. Ja, den Dialog oder Monolog wollte ich noch gerade abwarten. Und so entkommen wir mit einem wunderschönen weißen Rennwagen. Ja, unauffällig war es nicht. Aber dafür funktional, sage ich mal. Was haben wir heute gerissen? Letzte Worte, also sich einmal von Sierra Knox erwischen lassen beim Hängen. Außerdem der süße Sieg in Moses Lees Tank, einfach beim Boxenstopp. Ein bisschen Zucker reinschmeißen, na, das kann schon Spaß machen. Und der Pale Rider, wie gesagt, unten unter dem Boxengebäude in der Umkleide das Kostüm schnappen, dann mit der Verkleidung, mit der angelegten Verkleidung, Robert Knox und Sierra Knox töten und dann spawnt nämlich auch das Auto hier in der, wie heißt denn das Team eigentlich? Na, in dem Team von Sierra Knox auf jeden Fall. Na, in der Garage spawnt dann das weiße Auto, mit dem man abbauen kann. So, und das, Jungs und Mädels, war's für heute auf jeden Fall. Und damit sind wir auch mit Miami durch. Schade. Miami, eine sehr coole Map, vielleicht sogar die coolste Map hier im zweiten Teil, wer weiß, wer weiß. Achso, und EMP habe ich mal gezeigt, ne, wie man es benutzen kann, damit kann man halt, wie gesagt, auch Schlösser knacken, also Kartenleser, Schlösser. Und das Ding ist halt quasi legal, ich glaube, beim Platzieren kann man erwischt werden, wenn man Pech hat. Ich weiß es nicht genau. Aber ansonsten ist das Ding nicht weiter unauffällig. So, für heute war es das auf jeden Fall, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.